Etwas ist merkwürdig an der Energie, die der versiegelte Dämon verströmt. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal Unas Aufgaben machen. Den hier machen wir auf jeden Fall. Bete bitte mit uns, auf dass wir die aufhalten. Weil die ist wirklich easy going. Möchtest du einen Brief verschicken? Nö. Dieser riesige Thunfisch. Hast du jemand Verdächtiges gesehen? Was soll ich tun? Ja, wir sind schon wirklich mächtige Frauen. Guckt euch das hier an. Wie ist Schlippe? Ohne Mosan, ohne Meckern, einfach nur tragen. So, Bifrost, ab geht's. So, wir machen jetzt zweimal Chaos Dungeon. Wo bin ich hier? Ach du lieber Gott. Da wollen wir hin. Nee, da wollen wir hin. Zweimal Chaos Dungeon und dann vielleicht noch den ein oder anderen Wächter Raid. Das kann man ja jeden Tag wiederholen, ne? Für den Arc Pass. Schließe. Okay. Unas Aufgaben können wir auch noch machen. Die können wir danach auch noch machen. So, Roendel brauche ich 460, habe ich noch nicht. Dann, let's go. Zweimal Chaos Dungeon, dann noch zweimal Unas Aufgaben. Wie weit bist du schon mit dem Arc Pass?
denke mal, wenn man sich da fokussiert und sich wirklich Zeit nimmt für den Arc Pass, dann ist man da auch relativ schnell durch. Stufe 16? Okay. Also ich denke, wenn wir mit Südwerden fertig sind, werden wir uns darauf auch fokussieren. Wenn wir dann jeden Tag 1,5 Stunden in den Wernpass stecken können, dann werden wir da auch vorwärts kommen, denke ich. Number one. Machen wir
machen auf jeden Fall die zwei Chaos Dungeon und dann noch die zwei Unas Aufgaben. Mal zumindest heute den das Meister rausgeholt. Okay, hier gibt es jetzt schon eigentlich kann ich ja schon dahin fahren, oder? Während ich hier am Suchen bin. Das war jetzt ein bisschen unlucky. So, Olas Aufgaben ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe für meinen Expresspass. Ich vergesse immer, dass man suchen kann, auch ohne dass man in irgendeiner Stadt ist. Es ist irgendwie bei mir so drin, dass ich über die normale Suche gehe. Es sind Final Fantasy ja nichts anderes, dabei sucht man ja auch über die ganz normale Suche. Aber hier ist das tatsächlich noch nicht so drin. Geht alles von überall? Ich habe mich da echt noch nicht mit beschäftigt. Blum, blum, blum. So, kann ich jetzt endlich mal beitreten da, oder was? Was soll denn das? Er hängt immer an einem, ist das immer der gleiche, oder was? Aha. Er ist mit dem Kopf auf die Maus gekommen. Dieser E-Schlag ist schon böse. Bam. Menschenmenge und bam. Fühlt sich zumindest mega mächtig an, der Schlag.
Die hat halt aber auch eine geile Waffe, ne? Vom Design gefällt mir das auch ganz gut. Oh, Hilfe. Ist Lanzenträger Rennen jetzt eigentlich deine Main? Spiele ich die wenigstens einigermaßen richtig.
Der Angriff. Wofür habe ich das jetzt bekommen? Perfekter Angriff. Triff. Nee. Es wird im perfekten. Achso, okay. Diese Auflade. Aufladeraten. So, dann machen wir jetzt noch schnell hier die zwei Unas Aufgaben und dann war es das auch wieder für heute. Also sofern wir mit Südwern durch sind, werden wir dann auch entsprechend uns um die Lanzenträgerin kümmern, dass wir die schnell auf T3 geboostet bekommen. Den Express-Pass und den Lost-Arc-Pass werden wir dann auf jeden Fall priorisieren und dann sollten wir auch, denke ich mal, ganz gut durchkommen. Ich denke, dass wir dann nächste Woche anfangen können. Ich denke mal, die Story mit Südwern geht nicht mehr allzu lang. Und dann ballern wir dann die zwei Pässe durch. Hast du auch den Expresspass auf die Lanzenträgerin gemacht oder wie hast du das gemacht? Möge dein Schicksal für immer leuchten. Ich werde diesen ganzen Wald mit Bäumen füllen. Die Beutelstechtechnik, wer kennt's nicht? Ja, komm alle her. Und tschüss. Das waren drei Unas Aufgaben. Die Pferdediebe sind nicht zimperlich. Schwupp. Die Pferdediebe sind nicht zimperlich. Okay, dann wenn wir morgen früh entweder das alte Ilveria oder die Wächterseelen machen. Dann werden wir jetzt noch einmal umswitchen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. Und wir sehen uns morgen früh im nächsten Stream. Da werden wir wahrscheinlich Südwern abschließen. Und danach wird es mit der vollen Lanze weitergehen. Da werden wir Expresspass und Lost Ark Pass priorisieren. Das wird die auf jeden Fall durchballern. Und ja, das ist zumindest jetzt der Plan für die nächsten 1, 2, 3 Wochen. Das holen wir uns hier auf jeden Fall noch ab. So, Stufe 16 bist du. Okay. Aber bist auf jeden Fall schon ordentlich weit.
Man kann das hier mit jedem Charakter machen. Das ist natürlich auch krass, ne? Wenn man also quasi drei Twinks hat, kann man immer Chaos Dungeon gehen, seine ganz normalen, und kriegt jedes Mal halt das hier. Gut. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Habt noch einen wunderschönen Mittwoch. Haut rein. Ciao, ciao.